bewusst bewegen, besser lernen. Herr Direktor, darf Sie gleich bei mir auf der Bühne behalten zur finalen Podiumsdiskussion. Dazu bitten Magister Alexandra Fuchs, jetzt besser bekannt als... Darf ich einmal unterbrechen? Weil jetzt am Anfang. Ich darf immer die Ehre erlauben, weil ich wirklich so wahnsinnig viel gelernt habe vom Anfang, dass ich da gleich vor der Bühne eine DVD übergebe. Darf ich mir das machen? Weil du wahnsinnig gut mitgeübt hast. Dann 150 Übungen. Tut dir ein bisschen vorbereiten für den nächsten Kongress. Ist das okay? Schau diese kleinen Sticheleien, gell? Dann zu mir auf die Bühne bitte ich Magister Michael Buchleitner, Veranstalter des Wachau-Marathon und Kinderburglaufs, sowie 27-facher Staatsmeister von 1500 Meter bis Marathon, dreifacher Olympiateilnehmer und Laufcoach, sowie Dr. Manfred Spitzer, Koryphäe auf dem Gebiet der Gehirnforschung. Darf Sie bitten, bei mir hier Platz zu nehmen? Und an Sie auch die Bitte, scheuen Sie nicht, wenn Sie Frage, Anregungen, spitze Bemerkungen haben, wir freuen uns darüber, einfach Hand heben und Sie sind live dabei und sorgen mitunter vielleicht sogar für komplett neue Ansätze und Impulse. Frau Magister, unsere Radio Niederösterreich Bewegungstrainerin sozusagen, absolut spannend, wir haben jetzt so viel Input bekommen. Was ist Ihnen besonders einmal aufgefallen, sage ich jetzt, oder was besonders hängen geblieben von dem, was unsere beiden Herren hier von sich gegeben haben? Sehr viel ist hängen geblieben, als ein Thema, mit dem ich mich auch selber sehr lange schon beschäftige. Und ein prägender Satz war für mich so diesen Bergsteiger, diese Assoziation mit dem Bergsteigen oder hinaufgehen lassen oder getragen werden. Da habe ich in der Gesundheitsförderung das gleiche Pendant. Die Gesundheitsförderung möchte uns ja auch zu guten Bergsteigern machen. Und das versuchen wir auch in verschiedenen Projekten und Programmen, wo wir Schulen dabei unterstützen, einen Bottom-up-Prozess zu machen und nicht, wo wir von außen kommen und sagen, macht's mehr Bewegung, tut's und wir kommen von außen und zeigen euch, wie das geht mit Betreuerinnen und Betreuern, sondern die Betreuerinnen und Betreuer helfen euch, diesen Bottom-up-Prozess zu gestalten in der Schule. Und da braucht's in der Schule ganz, ganz viel Bereitschaft auch seitens der Schuldirektorinnen, Schuldirektoren, der Lehrerinnen und der Lehrer, der Eltern und der Schülerinnen und der Schüler. Und fünf vor zwölf. Ich bin immer die, die das Glas halb voll sieht. Und ich sehe ja auch, was sehr, sehr viel, also was in den Schulen auch passiert. Es gibt ja sehr, sehr gute Projekte in der Praxis, wo ein Bottom-up-Prozess aus der Schule entsteht. Ein Beispiel sitzt hier mit Werner Schwarz und im BG Zehnergasse. Ein zweites Beispiel sitzt auch hier im Auditorium, die MMS Korneuburg, wo von Schülerinnen, von Lehrerinnen, für Lehrerinnen auch eine DVD entstanden ist, wo der Raum als dritter Pädagoge wahrgenommen wird, wo der vierte Pädagoge wahrgenommen wird, die Rhythmisierung des Tages, wo Stunden zusammengelegt werden, wo eine Pause entsteht, wo Bewegung möglich ist. Magister Buchleitner, meine Frage zielt jetzt für Sie in die Richtung Stichwort Running Kids, welche regionalen Unterschiede bei uns in Niederösterreich hinsichtlich der Begeisterung für den Sport, für die Bewegung, nehmen denn Sie wahr? Gibt es ein besonders faules Viertel? Ich werde mich hüten, jetzt da in gewisse Aber wir seien da ehrlich zueinander, oder? Ja, nein, also wie gesagt, die Any Running Kids, das sind Laufsportcamps, die wir in Niederösterreich in den Sommerferien abhalten, die es seit 2011 gibt, die nichts anderes sein sollen als im Endeffekt eine sportliche Ferienbeschäftigung für die Kinder und die schlussendlich in der Südstadt, in Krems, Amstetten, heuer erstmals in Ternitz und in mehreren Bereichen in Niederösterreich abgehalten werden. Und da ist es für uns schon so, dass es natürlich sehr große Unterschiede gibt in den koordinativen Fähigkeiten, in den Bereichen der Aufmerksamkeit, auch in Bereichen der, ich sage jetzt mal, Folgsamkeit und des Mittuns der Kinder. Das heißt, wir sehen zum Beispiel wirklich, dass im südlich von Wien es wesentlich schwieriger ist, mit den Kindern disziplinarisch umzugehen. Ja, also das ist schon ein Riesending, dass wir zum Beispiel in Hollabrunn zum Beispiel die Kinder unglaublich motiviert sind. Und
der schlussendlich auch der Wettkampfcharakter, aber trotzdem etwas ist, was alle eint. Also das, was wir immer wieder hören, und man soll Kinder nicht irgendwo da jetzt um die Wette und so weiter. Es geht einfach darum, dass selbst in den Pausen, das findet immer 400 Meter Laufbahnen statt, die Kinder dann auch untereinander sagen, wenn sie auch frei haben, Mittagspause etwas länger dauert, können wir einmal 400 Meter um die Wette laufen, was überhaupt nicht im Programm steht. Und es geht jetzt nicht dort darum, den schnellsten zu ermitteln. Es gibt plus eine Staffel, wo im Prinzip viele Dinge, die man an dem Tag auch neu gesehen hat, gelernt hat, umsetzt, wo natürlich dann am Ende irgendwo eine Staffel gewinnt, aber entscheidend ist es, dort Impulse zu setzen, um den Kindern zu zeigen, gerade Laufen, und das ist halt die Sportart, die mich über viele Jahre begleitet hat, wo ich halt gesehen habe, das ist das Einzige, was ich wirklich kann. Bei den Dingen, die wir heute gemacht haben, also dort bin ich aber richtig gelandet. Dass eben ein Ding ist, wo viele verschiedene motorische und koordinative Fähigkeiten zusammenkommen, von einem Staffelholz mit der rechten oder linken Hand zu übernehmen, die richtige Hand zurückzustrecken, da sind wir schon bei diesen Dingen, die wir gesehen haben. Und da bedarf es halt manchmal bei manchen Kindern ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Und wenn man sich dann mit den Kindern und auch mit den Eltern, die dann da sind, im Vortrag zum Schluss, das ist für uns ganz, ganz wichtig, dann den Kindern auch oder den Eltern einen Vortrag zu geben, Laufen mit Kindern, wie einfach es eigentlich ist, Kinder in diese, ich sage jetzt mal, eher unsexy Bewegungsart hineinzubringen und dass das trotzdem Spaß macht. In Wirklichkeit muss man ja bei den Eltern ansetzen. Wie motiviert man Eltern dazu, dass ihre Kinder motivieren, mehr Bewegung zu machen? Ich glaube, es ist das einzige wirklich taugliche Mittel, ist es vorzuleben. Das ist für mich das Allerwichtigste, dass einfach die Kinder sehen, das spielt bei meinen Eltern eine Rolle. Und deswegen ist das für mich vielleicht auch eine gute Sache. Wir haben das vorher gehört, wir Erwachsenen leben alles vor, beginnt bei der Ernährung bis über die Bewegung. Ich war jetzt mit 20 Journalisten am Wochenende beim Mallorca-Marathon, der letzte Nachmittag gestern, da sind wir so in einem wunderschönen Beach Club gesessen, da sind 20 erwachsene Menschen zwischen 30 und 50 dort gesessen, und von den 20, die dort gesessen sind, haben 18 am Handy rumgetipselt. Weil es LAN gab. Also ich glaube, das ist einfach das große Problem, dass wir Erwachsenen, wir können jetzt sagen, die Kinder machen das, aber in Wirklichkeit sind wir, die das vorleben. Ja. Herr Direktor Schwarz, wie erleben Sie das mit den Eltern? Wie zugänglich sind die? Was braucht es dazu, um die wirklich zu erreichen? Und warum gibt es so viele Reibungspunkte um diese Turnstunde, um dieses Bewegen? Ich meine, wir Eltern wollen ja für unsere Kinder alle das Beste, aber trotzdem geben wir ihnen nicht die Möglichkeit, sich ausreichend zu bewegen. Es waren jetzt viele Fragen auf einmal. Zuerst möchte ich mal für mich ein merkwürdiges oder denkwürdiges, mich auch zum Nachdenken anregendes Erlebnis über ein Jahr berichten. Ich bin in meiner Schule, wo eben ungefähr 2000 Eltern dahinter stehen. Wir machen auch Elternabende, und klarerweise habe ich Elternabende ausgeschrieben, wo wir die Eltern informieren und zu Vorträgen holen, wie die Eltern Sport machen können, damit die Schüler bessere sportliche Leistungen und so haben. Und jetzt sage ich ein bisschen Zahlen, dass ich euch signalisiere, was ich meine. Und da kommen von meinen 2000 Eltern 20. Und wenn ich dann ausschreibe einen Elternvortrag und sage, dann steht dort, es gibt einen Vortrag, wie Bewegung und Sport die Gesundheit eurer Kinder fördert. Also aus meiner Sicht, das war ein ganz wichtiges Thema, oder? Kommen vielleicht 40. Und das ist erschreckend wenig. Und dann haben wir jetzt mit dem Vital Fabrin begonnen und haben natürlich auch unsere Eltern informiert. Und wir waren schlau genug hinzuschreiben, wir haben ein Programm, das die Konzentrationsförderung verbessert und damit die Basis für besseres Lernen macht. Und wir haben definitiv zwei Termine, wir haben uns nicht erwehren können. Und für mich ist das schon so ein Zeichen, dass unsere Eltern sind so auch ein wenig, wir müssen unsere Eltern auch ein wenig ausbilden, was ist wirklich wichtig. Und die gesamte Gesellschaft müsste, das sage ich jetzt nicht, weil, aber ich bin alt genug, dass ich den Satz sage, die gesamte Gesellschaft müsste achtsamer und wertschätzender mit unseren Kindern und Jugendlichen umgehen. Und die Medien dazu. Aber wir verlernen ja ihnen Achtsamkeit und Wertschätzung. Da möchte ich jetzt nicht die ganzen neuen Shows, wo dann so Bewertungen da stehen, die wir, wenn das ein Lehrer von mir in der Schule macht, schmeiß ihn raus, ne? So wie die das machen. Was ich viel mehr sagen möchte mit Achtsamkeit und Wertschätzung, ich sage jetzt was ihr vielleicht sagt, das ist nicht richtig und da stimmen wir dem Werner nicht zu. Aber die Diskussion im Hier und Jetzt um die tägliche Sportstunde, über die bin ich glücklich. Aber der Auslöser
der Diskussion, der macht mich unendlich traurig. Es haben 10, 12 Jahre namhafte Experten aufgezeigt, dass sich unsere Kinder zu wenig bewegen und damit nicht mehr gesund in eine Zukunft gehen. Und niemand hat wirklich, also falsch, die Medien haben nicht wahnsinnig davon Notiz genommen. Und dann macht man keine Medaille in London. Und auf einmal ist das so ein Thema. Wisst ihr, was das für mich ist? Genau die Achtsamkeit, mit denen unsere Jugendlichen begegnen. Mittel zum Zweck zum Sein. Das ist nicht richtig. Gänsehaut kriege ich, da muss ich aufpassen, dass mir da zum. So ist es. Bitte, ich habe ein Handzeichen. Ja. Ich glaube, es ist eine grobe Überforderung von uns Lehrern, wenn wir jetzt auch noch die Eltern schulen sollen. Was gibt es für Lösungsansätze? Wie können wir dem Problem auf den Grund gehen? Den Eltern mal quasi in den zu treten. Nämlich ja nicht, das kann nicht, es wird ja ständig auf die Lehrer alles abgewälzt. Welche Möglichkeit gibt es, die Eltern aufzurütteln? Was für ein Spiegel der Gesellschaft ist das derzeit? Herr Spitze. Naja, ich glaube, ganz wichtig ist zunächst mal Aufklärung. Also in Österreich ist sicher alles besser, aber in Deutschland, ist, und das habe ich in meinem Buch auch ein bisschen beschrieben, ist es ja so, dass wir systematisch falsch aufgeklärt werden. Also und zwar von zum Beispiel von der Politik. Das Gesundheitsministerium empfiehlt den Kauf einer Playstation, weil dann die Kinder medienkompetenter werden. Das steht so letztlich in einer Broschüre für Eltern drin. Also erstens, das ist Sony-Werbung, Playstation, und zweitens steht da drin, für mehr Medienkompetenz ist eine Playstation gut. Es gibt keinerlei Evidenz, dass das so ist. Aber also der Gesundheitsminister empfiehlt den Kauf einer Playstation. Der Familienminister macht eine Initiative, Elternlan, da sollen die Eltern Counter-Strike und World of Warcraft spielen, damit sie erkennen, dass dadurch, wenn das ihre Kinder spielen, für die Chancen auf Schlüsselqualifikationen bestehen. Wörtlich der Familienminister im Vorwort dieser Initiative. Ja? Kein Witz, der Kulturstaatsminister verleiht einem Ballerspiel, einem ganz üblen, erst ab 18, Crisis 2, einen mit 50.000 Euro dotierten Preis, einen Kulturpreis für ein üblestes Spiel. Das ist World of Warcraft ist ab 12, ja, also das ist noch übler als, und das ist schon schlimm genug. Ja. Wenn man sich, das Wissenschaftsministerium verbreitet auch wirklich Falschheiten über die Medien, wie toll die sind und so weiter. Also wenn man das dann hört oder zur Kenntnis nimmt, wie wir systematisch von allerhöchster Stelle fehlinformiert werden, da muss man sich schon wundern, wie kommt es. Und hier muss man eben auch sagen, hier gibt es massive Interessen von den reichsten Firmen der Welt. Und die versuchen einfach, und denen sind die Kinder und die Köpfe der Kinder der Nächsten einfach egal. Und uns dürfen die nicht egal sein. Deswegen müssen wir da was tun. Eltern und Lehrer müssen da an einem Strang ziehen und müssen einfach sagen, auch mal der Politik, hört mal her, wenn ihr schon die Tafeln abschraubt und die Smartboards hinschraubt, dann sagt uns doch bitte warum. Nennt uns eine Studie, die zeigt, dass dann der Unterricht besser wird. Und die werden keine haben, weil es gibt keine. Und dann müssen wir uns einfach wehren. Ja, aber die Frage ist, ich meine, es klingt so einfach, Eltern und Lehrer an einem Strang ziehen. Wenn Eltern keine Zeit mehr für ihre Kinder haben, wo sollen denn dann die Lehrer anfangen, einmal zu ziehen, wenn alles auf die Lehrer abgeschoben wird? Ich erlebe das ja. Aber es ist ja auch, es sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass zum Beispiel in Deutschland, wieder in Österreich wird es besser sein, beide Elternteile arbeiten müssen, weil einer alleine, der schafft es einfach nicht mehr, eine Familie zu ernähren. Naja, das sehe ich nicht so ganz mit dem Arbeiten müssen gehen. Ich glaube, das ist wohl diese übertriebene Emanzipation, die manche Frauen, viele doch auch hineintreibt. Also ich sage es ganz ehrlich, bei mir ist es so, ja, ich würde weniger arbeiten, wäre ich nicht alleinerziehend. So ist es. Ich wäre gerne und mehr für mein Kind zu Hause. So. Werner Quasinsker, stellvertretender Geschäftsführer der Initiative Fit für Österreich. Es waren jetzt viele Ansätze. Eines ist, und das will ich vorausschicken, Österreich hat keine Bewegungskultur. Wir können mit Bewegung nichts anfangen. Der Werner hat schon kurz gesagt,
Aber auch wenn man den Michael Buchleitner fragt, wie kriege ich die Eltern dazu, wie soll ich Eltern dazu kriegen? Mein Bild ist immer so von mir, die übergewichtige Mutter geht mit dem übergewichtigen Kind zum übergewichtigen Arzt und der sagt, machen Sie mehr Bewegung. Völlig unauthentisch, das kann nicht funktionieren. Wir haben über Jahrzehnte, ja ich sage schon bald Jahrhunderte, Bewegung nicht gepflogen. Wenn wir vergleichen mit den skandinavischen Ländern, die haben Bewegungskultur. Wenn man einen Bewegungspark für Senioren in China, in Japan aufstellt, dann sind die gesteckt voll. Bei uns sagen die Leute nur, wo ist denn das nächste WC und dort kann ich mich nicht duschen und da sehen mir die anderen und ich geniere mich und alles Mögliche. Wir haben in Österreich keine Bewegungskultur. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist gefallen beim Werner Schwarz ganz am Schluss und es war nur so ein Fähnchen drin. Freude, Spaß, Lachen und sie haben alle applaudiert dazu. Der Manfred Spitzer und ich würde ihn ersuchen dazu, dass er das noch einmal sagt. Er hat uns 2009 beim Fit für Österreich Forum erklärt, wie das war. 1997 hat man das erste Mal bei den Mäusen gefunden, dass sich Gehirnzellen doch vermehren können. Dass wir nicht, so wie ich es auch in meinem Sportstudium noch gelernt habe, dass die mit der Geburt genetisch fixiert sind. Jeder Fausthieb, jeder Kopfball sterben Zehntausende ab, deswegen sind unsere Fußballer so dumm. Nein, stimmt nicht. Stimmt nicht. Martin Korte sagt dazu, wir haben uns... Nicht, dass Gehirnzellen absterben. Martin Korte sagt dazu, auch bei uns bei Fit für Österreich schon gewesen, Martin Korte sagt dazu, wir haben uns die Basis, die Grundbasis, von der sich diese Sportler entwickelt haben, ja noch gar nicht angeschaut. Wir haben ja nicht gewusst, vielleicht war der Sport, hat bei den, auch bei den Fußballern viel Hirnentwicklung bedingt, aber wir kennen die Basis bei ihnen nicht, aber das ist nur auf der Seite. Das, was mir ganz wichtig ist, und ich bin auch Vater, und danke, liebe Julia Schütze, ich war in Karenz bei meinem Sohn, und es ist mir ein wichtiges Jahr gewesen, dass ich zu Hause war. Ich will auch mehr Zeit für die Kinder haben, mittlerweile sind sie 15 und 18. Das, was mir immer wieder in Elternabenden aufgefallen ist, wenn ich dort gesagt habe, mehr Bewegung, haben mir alle Eltern böse angeschaut und haben gesagt, na, selbst in der Volksschule schon. Mathematik, Lesen, Rechnen, Englisch lernen müssen sie. Das mit der Bewegung, das können sie eh am Nachmittag machen. Das ist der Fehler. Gibt es eine Frage auch dazu? Ich habe die Bitte zum Herrn Manfred Spitzer, dass er das noch einmal erzählt, wie wichtig diese Freude an der Bewegung ist. Er hat damals ein Mausexperiment erklärt, er überlegt jetzt gerade, die Maus im Laufrad. So viele Mäuse laufen am Abend. Also ich muss ja nicht das erzählen, was ich vor 2009 erzählt habe, ich kann dir das erzählen, was wir noch dazu wissen seither. Also es ist tatsächlich so, Nervenzellen wachsen nach. Sie wachsen danach, wo sie auch stressbedingt absterben können, nämlich in diesem Hirnteil, dem Hippocampus, der so wichtig ist für Lernen und der wirklich für unsere geistige Leistungsfähigkeit insgesamt extrem wichtig ist. Was wir mittlerweile auch wissen ist, die wachsen umso mehr nach, je mehr man sich bewegt, aber nicht, weil man sich bewegen muss. Das war die Sache mit den Ratten. Wenn man denen nämlich die Bewegung sozusagen verordnet mit Druck, dann wächst nichts nach, da haben sie mehr Stress und Stress wiederum macht, dass Nervenzellen vermehrt absterben. Auch das wissen wir. Was wir mittlerweile wissen ist, es ist tatsächlich so, dass wenn ich zum Beispiel laufe, da wachsen, kann man im Tierversuch alles nachvollziehen, wachsen neue Nervenzellen nach. Das Dumme ist, wenn man die dann die nächsten 3 Wochen nicht braucht, dann sterben sie ab, weil sie nicht gebraucht werden. Mit anderen Worten, es ist wichtig, dass wir joggen, denn das beste Hirnjogging heißt Jogging. Vergessen Sie Kreuzworträtsel, Sudoku, alles Quatsch, ist alles ausprobiert, bringt nichts. Jogging macht, dass hier oben wirklich Nervenzellen nachwachsen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dann muss man sie aber auch brauchen. Und da nochmal, vergessen Sie Sudoku und Kreuzworträtsel, warum? Da tun Sie nur das, was Sie schon können, hervorholen wieder. Und dadurch, das ist bei Ratten nachgewiesen, werden die nicht genug, die neu nachgewachsenen Nervenzellen, beansprucht, um am Leben zu bleiben. Was die brauchen, um am Leben zu bleiben, ist, dass sie richtig herausgefordert werden. Das werde ich oft gefragt. Was empfehlen Sie denn dann, damit ich schlau werde, wenn ich jetzt dann schon jogge und damit ich dem Alzheimer vorbeuge? Was soll ich tun? Meine Antwort ist immer die gleiche. Schaffen Sie sich einen Enkel an. Der ist nämlich, und wenn Sie keinen haben, dann leihen Sie sich einen aus. Ja? Weil der ist unendlich kompliziert, unendlich schwierig und der beansprucht Sie voll. Ja?
Und genau das ist das, was Ihr Hirn braucht, damit die Nervenzellen, die Sie beim Joggen da oben neu züchten, damit die dann am Leben bleiben. Ja? Und gleichzeitig sind Sie auch das Beste, was dem Enkel passieren kann, weil sonst hockt er vor einem Medium und macht irgendwelchen Blödsinn. Und wenn er mit Ihnen, mit Opa und Oma zusammen ist, hat er mehr davon. Gleichzeitig weiß ich, dass wir heute durch Architektur, durch die Art unserer Lebensgestaltung dafür sorgen, dass da die Alten sind und da die Jungen im Jugendzentrum, die Alten im Altenheim. Wenn es den Alten besser geht, da sind sie auf Golfplätzen und Kreuzfahrtschiffen und da kriegen sie einen Alzheimer, die sollen zu ihren Enkeln gehen. Das ist das ganz, ganz, ganz Wichtige. Frau Magister Benibler, welche Voraussetzungen sollten denn Ihrer Meinung nach geschaffen werden, um den Lebensraum Schule als Bewegungs- und Begegnungsraum zu gestalten? Das klingt ja vielversprechend. Also Schule als Bewegungs- und Begegnungsraum spricht einen wichtigen Aspekt an von Bewegung, und zwar diese soziale Dimension der Bewegung, dieses Zueinander, Aufeinander zugehen. Das sind da ganz wichtige basale Erfahrungen, die ich für zum Beispiel Sportspielarten dann brauche. Ja. Der Begegnungsraum Schule muss nachdenken, wo kann ich den räumlich-atmosphärischen Raum auch schaffen, wo ich motorisch mich bewegen kann, wo ich emotional angesprochen bin und auch sozial in der Bewegung angesprochen bin. Auf der einen Ebene, und auf der anderen Ebene muss ich auch nachdenken, wie gestalte ich Unterricht. Ja, diese soziale Beziehung zur Lehrperson ist eine ganz essentielle, ein essentieller Schalter, den ich brauche eben für Aufmerksamkeit, für Lernen. Und diese originären Erfahrungen, die ich machen kann als Schülerin, als Schüler, also dieses direkt Angreifen zum Begreifen, und je jünger Kinder sind, umso wichtiger ist dieser Zusammenhang, vor allem im Kindergarten und in der Grundstufe, so kann ich auch Unterricht gestalten, dass ich freudvoll lerne. Das ist ganz wichtig, vor allem auch, dass man sich klar machen muss, wir haben begrenzte Ressourcen. Und wie allokieren wir die? Und dazu noch eine kleine Sache, die man einfach wissen sollte. Die Engländer haben vor 10 Jahren bei der Hälfte aller Klassenzimmer die Tafeln abgeschraubt und Smartboards hingeschraubt. Im vorletzten Jahr mussten die Engländer 13.000 Smartboards durch neue ersetzen, weil die kaputt waren. 13.000. Zum Stückkosten von etwa 5.000 Euro, das macht 65 Millionen Euro. Jetzt ist Deutschland, ich habe es mal für Deutschland hochgerechnet. Deutschland ist doppelt so groß wie England, und wenn wir da, was unsere Regierungen vorhaben, sämtliche Tafeln durch Smartboards ersetzen und die gleiche Kaputtgerate wie in England in Ansatz bringen, also 4-mal so viel jährlich ersetzen müssen, sind das 65 Millionen mal 4. Das ist eine gute Viertelmilliarde Euro an Kosten, die im Bildungssystem gestemmt werden. Eine Viertelmilliarde jährlich, nur damit das System so bleibt, weil das, was kaputt ist, muss halt repariert werden. Also für eine Viertelmilliarde Euro könnte man eine Menge Lehrer einstellen. Und die fehlen ja überall in Deutschland. Denn man kann ja sogar, die Finnen machen es uns vor, gerade in den unteren Klassen, 2 Lehrer pro Klasse haben, dann sind die viel effektiver. Ja? Und nochmal, von Lehrern, wie Sie richtig sagen, ist nachgewiesen, was ist die wichtigste Variable im Unterricht, das zeigt jede Studie, der Lehrer. Ja? Also das ist nachgewiesen. Dass das Smartboard irgendeinen Effekt hat, ist nicht nachgewiesen. Und es gibt Indizien, die zeigen, der ist wahrscheinlich eher negativ. Aber es gibt keinen, der zeigt, das ist positiv. Gibt es nicht, null. Ja? Und dass wir deswegen eine Viertelmilliarde jährlich freiwillig aus dem Bildungsetat rausnimmt, um nur Elektroschrott zu kaufen und das zu ersetzen, was schon kaputt gegangen ist, ohne Effektivitätsnachweis, das ist unglaublich. Und trotzdem passiert es. Und ich habe mir sagen lassen, hier passiert es auch. Sorgen Sie dafür, dass das nicht passiert. Dann haben wir wieder mehr Lehrer, und dafür fehlt ja das Geld. Bitte sehr. Ja. Oh, jetzt? Ja. Ich hätte noch eine Frage bezüglich der beiden Vorträge, die wir jetzt gehört haben. Da ist doch, sind wir zum Schluss gekommen, dass die Bewegungszeit deutlich verkürzt wurde in den letzten Jahren und dass eben parallel dazu auch der digitale Konsum angestiegen ist. Und jetzt haben wir gehört, Bewegung entwickelt, ein Drittel des Gehirns wird für Bewegen gebraucht, und ich stelle mir jetzt die Frage, ist es wirklich so, dass die digitalen Medien absolut nutzlos sind und es ausschließlich sozusagen die nicht so tollen Ergebnisse der kognitiven und intellektuellen, sozialen Fähigkeiten, die die
Kinder oder dann auch die Erwachsenen nicht mehr haben, auf die fehlende Bewegungszeit und somit auf die fehlende Entwicklungszeit primär zurückzuführen sind, die durch Bewegung erreicht wird, oder sind wirklich die digitalen Medien selbst schuld durch das Handhaben mit denen und durch das Umgehen mit denen, dass Entwicklung nicht stattfindet, weil es gibt doch auch neben den Spielen sehr viele Möglichkeiten, strategische Kompetenz durch entsprechende Spiele zu entwickeln, die Konzentrationsfähigkeit auch zu entwickeln, bis hin zu Lese- und Sprachprogrammen, die es eben gibt. Auch Fingerfertigkeit mit den Touchboards dergleichen, die auch hier wieder den Konnex zur Gehirnaktivierung bilden. Das wäre meine Frage, weil wenn Sport kommt und Bewegung da ist, und kann man dann eben so auch wie im Eingangsimpuls, Referat vom Herrn Professor Rauscher auch gesagt worden ist, bringt es noch was, die Medien doch auch zu verwenden, gezielt, oder so wie Sie es eher sagen oder wie ich jetzt das Gefühl habe im Raum, die komplett zu eliminieren? Das wäre meine Frage an Sie speziell, Herr Professor Spitzer. Ja, ich will es kurz aufgreifen. Ich werde es ja ganz oft gefragt. Also erstens, ich bin wirklich nicht gegen Computer. Ich habe ja selber einen benutzt. Benutzen auch jeden Tag. Und es ist auch nicht so, dass ich gegen das Internet bin oder irgendwas. Das ist völlig unterirdisch, mir sowas vorzuwerfen, weil jeden Tag als Arzt und als Wissenschaftler, beides, brauchen Sie Computer und das Internet. Es geht gar nicht ohne. Ja, ich weiß also, wie wichtig das ist und was wichtig daran arbeitet. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass Kinder und Jugendliche was ganz anderes sind und auch was anderes brauchen. Ja? Natürlich, was Sie sagen, auf mich kam mal eine Mutter zu und sagte, also Herr Spitzer, mein Sohn, der war in Französisch 5 und dann habe ich ihm den Nintendo gekauft mit dem französischen Vokabeltrainer und jetzt ist er 2. Da habe ich gesagt, wunderbar. Aber es ist wahrscheinlich der einzige Bub in Deutschland, der nur französische Vokabeln mit seinem Nintendo macht. Denn wenn Sie einfach mal gucken, was die sonst so machen, da gibt es ganz viele schreckliche Dinge, die machen. Und jetzt kommt eine Sache hinzu, über die habe ich gar nicht gesprochen, aber die ist auch ganz wichtig zu bedenken. Es ist ja nachgewiesen, dass digitale Medien suchterzeugend sind. Die Computerspiele, da habe ich kurz drüber gesprochen, ganz besonders, aber sogar nicht nur die. Auch dieser zufällig mal was finden und dann nochmal weiter gucken, wieder gucken im Internet. Deswegen sprechen wir ja heute von Internet- und Computersucht. In Deutschland, wiederum, ich weiß nur, die deutschen Zahlen haben wir, das sind nicht meine Zahlen, die sind von der Regierung. 500.000 Leute mit Computer- und Internetsucht und 2 Millionen am Rande, also Risikofälle. Das ist nicht nix. Und ich bin Psychiater, also die schwersten Fälle kommen manchmal bis zu uns auf die geschlossene Station. Die machen 18 Stunden täglich World of Warcraft. Die haben den Kehrlichteimer neben dem Stuhl stehen, damit sie nicht mehr auf die Toilette müssen, weil sie nichts verpassen dürfen. Die haben ihren Job verloren, ihre Wohnung ist ihnen gekündigt. Da ist alles desolat und die müssen auf der geschlossenen sein, weil man die anders nicht wegkriegt davon. Und dann brauchen wir ein multidisziplinäres Team aus Sozialarbeitern, Pflegern, Ärzten und so weiter, um die wirklich über ein paar Wochen denen zu helfen, loszukommen und ihr Leben neu zu sortieren. Und die sind nicht 14, die sind 28. Und wirklich fallen völlig raus aus dem Produktionsprozess, das sind Wracks. Wenn Sie das gesehen haben und wenn Sie wissen, dass Computerspiele das gleiche Hirnzentrum aktivieren wie Heroin, dass diese Sucht tatsächlich allen Kriterien der Sucht, heißt dann immer, ach, wir wissen doch noch gar nicht, ob es wirklich Sucht ist. Doch, wir wissen es, es gibt die Kriterien und die sind erfüllt und die Experten sind sich auch einig. Ja? Dann kann ich nicht verstehen, dass man sagt, wir müssen noch mehr Medien in die Schulen bringen, damit die Kinder da besser umgehen lernen. Herrgott nochmal, wir machen doch auch kein Alkoholkompetenztraining im Kindergarten, damit die mit 18 Bier trinken können. Deswegen, lassen Sie mich noch, ich werde oft gefragt, ja wann denn, wie viel? Das kann man wissenschaftlich beim Stand der heutigen Forschung nicht beantworten, da bin ich ganz ehrlich. Ja? Aber was man sagen kann ist, alles was wirkt, und das ist in der Medizin gang und gäbe, hat Risiken und Nebenwirkungen. Also wenn Ihnen Ihr Doktor sagt, ich habe hier eine Pille, die hat keinerlei Nebenwirkungen, die würde ich gar nicht nehmen, weil die hat auch sicherlich keine Wirkungen. Ja? Alles was wirkt, hat Risiken und Nebenwirkungen. Und deswegen muss man sich immer dann, ich meine, wenn ich ein pädagogisches Ziel erreichen will, ich will, dass das Kind Französisch lernt, dass es sonst was kann, dann muss ich überlegen, mit welchem Mittel erreiche ich das Ziel? Und dann überlege ich mir, okay, ist dieses Mittel geeignet? Ist es wirklich, ist zum Beispiel das Computerprogramm besser als ein Lehrer? Das Beste für Französisch lernen ist, ein halbes Jahr nach Frankreich gehen. Das ist, wissen wir, besser als 4 Jahre Leistungskurs. Aber wir haben eine Schulreform in Deutschland gemacht, dass es jetzt völlig unmöglich ist, auch mal ein halbes Jahr ins Ausland zu gehen. Wir haben uns also genau das kaputt gemacht.
auch wichtig ist für Jugendliche, dass sie mal soziales Engagement zeigen. Mit dem G8 hat man dafür keine Zeit mehr. Die wichtigen Schulfächer, Sport, Musik, für die ist keine Zeit mehr. Was haben wir aber, Informationstechnik haben wir jetzt als Fach, das heißt die Schwächen der Produkte von Microsoft, das ist Schulfach, krass, skandalös. Wenn die wenigstens programmieren lernen würden, tun sie ja nicht. Die lernen Anwendersoftware auswendig. Und genau dafür sollten wir Schulzeit nicht vergeuden, weil die sind 5 Jahren wieder ganz anders. Was haben wir davon gehabt? Gar nichts. Und die Schüler lernen für sich selber nichts davon. Wir haben also eine ganze Reihe von Fehlentwicklungen, richtige Fehlentwicklungen in Schulen. Da sind die, und die Medien sind da heftig mit dabei. Noch ein Wort. Es heißt immer, wir brauchen die Medien, weil damit werden Bildungschancen ausgeglichen. Es ist falsch rum. Wir wissen heute, dass wenn Sie einen Computer ein Unterschichtkind geben, macht ja jeden Blödsinn damit. Und wenn Sie einem Oberschichtkind geben, dann haben Sie eine gute Chance, dass er vielleicht was Gescheites mitmacht. Und wir wissen, dazu gibt es Studien, dass die Kluft zwischen arm und reich, have, have not, größer wird durch die digitalen Medien. Nicht kleiner, wie immer gesagt wird, die wird größer. Dazu haben wir die Daten. Ja. Wenn Sie jetzt noch wissen, durch die PISA-Daten, dass ein Computer im Jugendzimmer des 15-Jährigen die Schulleistungen messbar verschlechtert, und ein Computer an der Schule den Schulleistungen weder gut noch schlecht tut. Das sind immerhin 250.000 Jugendlichen, daran hat man das gemessen. Ja? Dass es vor einem halben Jahr eine Studie rauskam, Birmingham, Alabama, der Bürgermeister gab 15.000 Laptops an Brennpunktschulen. Diese Studie wurde nach 3 Jahren abgebrochen, weil die Schüler, die einen bekommen haben, wurden noch schlechter als die, die keinen bekommen haben. Also wir haben genug Daten. Ja, um zu zeigen, was geht und was man besser nicht machen soll. Und bitte diese Daten verwenden, wenn man Entscheidungen politischer Natur fällt und Geld ausgibt und das in die Hand nimmt. Und noch einmal, für Lehrer sollte man das tun. Da haben wir alle Evidenz der Welt für digitale Medien. Da gibt es keine und es gibt eine Menge Indizien, dass die schaden. Und deswegen bin ich da so kritisch. Und ich möchte hinzufügen, ich weiß, das ist unmodern, aber es stimmt halt trotzdem. Bitte sehr. Ja, ich heiße Gatting Andreas und mir geht da jetzt ein bisschen die Politik ab, weil im Vortrag von der Frau Dr. Borislav war für mich so ein bisschen drinnen, der Dr. Schwarz hat eine Variante gefunden, da braucht man die tägliche Turnstunde gar nicht und es ist schon eine Hilfe. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, wie er dann gesprochen hat und gesagt hat, das kann die tägliche Turnstunde nicht ersetzen. Und ich glaube, es herrscht Einigkeit unter den Turnern, dass das zumindest einmal ein Anfang ist, eine tägliche Turnstunde einzuführen. Und wenn man sich die Stundentafel anschaut, vor noch 10, 15 Jahren, dann haben unsere Schüler viel mehr Zeit eigentlich mit Schulstunden verbracht. Und ich frage mich jetzt, ob es nicht wirklich günstiger ist, mit dem Argument, weil das Geld spielt ja immer eine Rolle in der Politik, zu sagen, die tägliche Turnstunde ist ja viel, viel weniger teuer als die Auswirkungen, die Sie uns alle vorher nahegelegt haben, kosten werden. Und da frage ich mich, warum wartet eigentlich die Politik noch zu? Auf was warten wir denn eigentlich? Wo ist jetzt die Politik? Warum sitzt da jetzt niemand oben und sagt, warum führen wir das nicht schon endlich ein? Bei der Ernsthaftigkeit 5 vor 12, ist es 10 nach 12. Ja. Wenn man eine Rolle vorwärts nicht mehr kann und eine Rolle rückwärts sich nicht mehr traut, als Turnlehrer, dann ist es 10 nach 12 für mich. Michael Buchleitner, bitte. Also ich glaube, ob jetzt hier ein Politiker sitzt oder nicht, ich glaube, gerade die Diskussion, die wir jetzt direkt nach London hatten, wo wir gesagt haben, wer ist verantwortlich für die Nicht-Medaillen, die erreicht werden. Ich war einer, der die Position, ich habe gesagt, für mich ist das normal, dass ein Land wie Österreich, wo der Leistungssport im Endeffekt keine Bedeutung hat, das muss man einfach ganz klar sagen, es ist in Österreich nicht erstrebenswert, Sport zu machen. Meine Tochter betreibt Leistungssport im Tennis, läuft auch sehr, sehr gut und sehr, sehr gern. Wenn wir heute erzählen, die spielt 4-mal in der Woche Tennis und eventuell am Wochenende noch einen Wettkampf, sagen alle, unglaublich, eure Tochter ist erst 13, wie könnt ihr das machen? Andere gehen einmal am Tag in die eine Stunde in die Musikschule, müssen aber jeden Tag üben. Im musischen Bereich ist das normal, im Sport ist das fast wie, du tust deinem Kind hier richtig etwas Schlechtes. Wir haben in der gesamten Politik in Österreich kein Statement zum Leistungssport. Ja, das gibt es einfach nicht. Und wenn ich heute den Leistungssport nicht fördere, tue ich mir auch sehr schwer, einen Breitensport zu entwickeln. Und das geht eben so weit runter, bis im Endeffekt diese tägliche Turnstunde, diese Bewegung an sich, ja, und da ist im Sport im Vordergrund, einfach immer eine untergeordnete Rolle spielt. Wir sind aus London weggefahren und das hat jeder geglaubt, jetzt kommt der große Wurf im Sport.
plötzlich kam die Diskussion, wer Pflicht in Zukunft auf und kein Mensch, weil das im gleichen Ressort ist, spricht mehr davon. Es geht jetzt einfach mehr darum, politisch, wer gewinnt, ja, Wehrpflicht oder Berufsheer. Und alles, was im Sport ist, ist jetzt wieder vollkommen untergeordnet. Das heißt, wir müssen halt ein Bekenntnis schaffen, warum sollen Eltern ihre Kinder zum Leistungssport bringen, was in vielen Ländern ein absolut erstrebenswertes Gut ist. In Österreich sagt jeder, wenn ich mein Kind zum Sport gebe, dann wird das beruflich irgendwann einmal nicht weiterkommen. Ja? Das heißt, Rahmenbedingungen zu schaffen, warum es Sinn macht für Eltern, für Schulen und so weiter, Leistungssport zu entwickeln. Ja? Meine Tochter geht in ein Sportgymnasium, die haben 8 Stunden Sport in der Woche, schulisch. Ja? Sobald du dort aber im Leistungssport bist, hast du eigentlich mehr Probleme als schlussendlich Vorteile. Und das soll nicht sein. In Amerika, in England kriegst du Sportstipendien, wenn du gut bist, du kannst ins Ausland gehen, etc. Hast wirklich Vorteile, zahlst kein Studiengeld, etc. etc. Wir haben viele Möglichkeiten, aber das ist wirklich ein reines Politikum. Wir müssen es schaffen, Bewegung und Sport, wir müssen halt sagen, es sind Kinderbetreuungskosten steuerlich absetzbar, wir müssen es schaffen, wenn jemand heute sein Kind zu einem ausgebildeten Trainer gibt, zu sagen, diese Stunden sind steuerlich absetzbar. Viele verschiedene Module, und ich sitze auch, glaube ich, jetzt auch mit dem Werner Schwarz, x-mal schon in irgendwelchen Gremien, es hat immer nur geheißen, das ist politisch nicht durchsetzbar. Ja? Und wir müssen einfach Wege schaffen und es wird darauf hinauslaufen, dass irgendwann einmal ein wirklicher Crash kommt, so wie es bei vielen ist. Kunden, die zu uns kommen, haben Herzinfarkt oder Schlaganfall und sagen, ich sollte jetzt was tun. Und genauso wird es uns gesellschaftlich passieren, dass wir irgendwann sagen, hätten wir doch früher daran gedacht und dann werden wir mit all diesen Überlegungen beginnen, die wir eh schon alle seit dann wahrscheinlich 4, 5 Jahrzehnten kennen. Michi, sein Sohn sitzt, seine Tochter sitzt nicht bei uns in der Schule, würde ich noch dazu sagen. Ich habe da, glaube ich, noch ein Handzeichen gesehen. Ja, richtig. Bitte sehr. Hört man mich? Ja. Grüß Gott, Heinz Griesmeier. Zuerst einmal möchte ich dem Kollegen dort ein bisschen widersprechen. Ich bin Fußballtrainer und wenn wir uns über die Sportart einmal nicht einig sind, wenn wir sozusagen sagen, Bewegungsarmut gibt es und es gibt dann höher qualifizierte und weniger qualifizierte Sportarten. Ich glaube, das ist auch zum ersten Mal sehr kontraproduktiv, weil genau diese Sportart unglaubliche Emotionen auslöst und das, was wir vorher gehört haben, diese Freude und das auch sehr einfach zu spielen ist, ich glaube nicht, dass das besonders hilfreich für diese Diskussion ist. Das Zweite möchte ich sagen, es geht jetzt gar nicht ums Klatschen, danke. Als Zweites möchte ich gern sagen, das Bewusstmachen der Eltern, das kann nur über Bildung erfolgen, glaube ich, Bildung ist halt auch, dann gehört in die Schule, gehört zur Universität, da sind also dann die Politiker gefordert, dort wirklich die Rahmenbedingungen zu schaffen und für uns auch das, was ich jetzt gehört habe, dann auch zugänglich zu machen. Und entscheidend für mich und meine letzte Frage jetzt betrifft dann den Werner Schwarz, definitiv jetzt zu Vital for Brain, ist es notwendig, diese für mich im ersten Ansatz sehr komplizierten Übungen zu machen oder genügt es überhaupt sozusagen aufzustehen nach 20, 25 Minuten und unter Anführungszeichen irgendeine Bewegung zu machen? Die Idee und das, was uns Spitzer, Korte und Reti danach sagt, ist, dass man mit einfachen Übungen beginnen soll, weil der Erfolg ist wirklich nicht nur im Sport, sondern überall eine wunderbare Einstiegsdroge. Aber desto komplizierter die Bewegungen werden, die Schüler noch schaffen, wenn wir sie methodisch richtig aufbauen, je komplizierter, umso stärker, umso größere Netzwerke werden in den Bewegungssteuerungsprozess mit einbezogen. Und die vielleicht wichtigste und spannendste Botschaft, sehr stark vom Reti, der ist ein wunderbares Buch über die Bedeutung von Bewegung und Sport für das Gehirn geschrieben hat, die zentrale Botschaft ist, dass die neuronalen Bahnen, also die Pfade, die wir dann mit so komplizierten Bewegungen austreten, von anderen Denkprozessen genützt werden können. Das ist wirklich, das ist auch für uns Sportler eine ganz wichtige zentrale Botschaft, dass wir auch wirklich eine Hardware-Basis für die Nutzung von Software im Gehirn legen. Aber wenn wir die Hardware-Basis mit Bewegung legen,
muss quasi die Schule mit Softwarenutzung kommen, dass die nicht wieder abgebaut wird. Genauso hätte ich es jetzt auch gesagt. Danke, Werner. Ich kann noch eine Studie hinzufügen, die vielleicht das sehr klar macht. Man hat einfach mal verglichen, Laufen, Joggen auf dem Laufband, da muss man ja auch schwitzen und alles, ja, und Joggen im Wald. Und der Unterschied ist, also die frische Luft auch noch, aber im Wald über Stock und Stein muss ich ja bei jedem Schritt überlegen, wie mache ich den? Beim Laufband kann ich das Hirn abschalten und dann trabt mein Rückenmark. Ja, ja, und der Punkt ist der, das Joggen im Wald ist besser fürs Hirn. Ja? Weil da brauche ich das Hirn bei jedem Schritt. Und deswegen tut es da oben mehr. Und wenn es da oben mehr tut, den Rest habe ich ja schon gesagt. Ja? Deswegen ist es wirklich nicht egal, ob man nur schwitzt oder ob man eben noch eine strukturierte Bewegung macht, die interne Komplexität hat. Deswegen ist es auch nicht egal, ob man so tippt oder ob man schreibt. Das Schreiben ist besser, da bleibt im Hirn mehr hängen. Auch nachgewiesen, Tippen, Stichwort Smartboard oder sogar Stichwort iPad, ja, wenn ich immer nur tippe und damit eingebe oder wische, dann ist es genau keine komplexe motorische Bewegung, wie zum Beispiel Schreiben. Und es ist nachgewiesen bei Erwachsenen, leider noch nicht bei Kindern, die Studie wollten wir machen. Der Geldgeber hat sich zurückgezogen, nachdem mein Buch erschienen ist, weil er sagte, mit dem Namen Spitzer, der ist jetzt so in den Dreck gezogen, will er nicht mehr Zusammenhang gebracht werden. Das ist kein Witz. Man muss bei Kindern noch zeigen, dass tatsächlich das handschriftliche Schreiben besser ist als das Tippen auf einer Tastatur, aber beim Erwachsenen wissen wir das schon und wissen auch, dass das handschriftliche Schreiben, dass da mehr hängen bleibt, einschließlich der Hirnscans, die zeigen, da ist mehr Aktivierung da. Also wir haben die Daten schon. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Südkorea in der ersten Klasse nur noch mit iPads arbeitet, denke ich mir, können wir Deutschen und auch die Österreicher, das gilt jetzt für unsere beiden Länder, ganz entspannt zurücklehnen, weil in 15 Jahren können wir die Konkurrenz, die technologische aus Südkorea vergessen. Herr. Ja. Kann ich noch jetzt ganz kurz um den Sport ergänzen? Genau, was du am Anfang gesagt hast, es kommt eine weitere Dimension dazu. Wenn wir Bewegungen machen, die jetzt so schwierig oder koordinativ herausfordernd sind, oder das wunderbare Beispiel, wir laufen im Wald, dann muss was Faszinierendes im Kopf dazugeschaltet werden, und das ist vorne wirklich präfrontal, das ist die Bewegungskontrolle, weil da liegen an verschiedenen Stellen Steine, die, und wir müssen kontrolliert laufen, oder wenn wir die Bewegungen machen, dann brauchen wir Bewegungskontrolle. Und Bewegungskontrolle ist so die eine der wichtigsten und der wuchtigsten exekutiven Funktionen, die uns helfen, im Hier und Jetzt präsent zu sein. Und es gibt nicht viele Studien, positive für uns Sportler, aber die wahrscheinlich positivsten, die jetzt wirklich Hilmer 2011 jetzt wieder, Sportler sind nicht so im Globalen gescheiter wie Nichtsportler. Aber ganz klar, Sportler greifen auf die exekutiven Funktionen deutlich besser zu und haben leistungsstärkere exekutive Funktionen. Also im Hier und Jetzt sind die Sportler besser wie die Nichtsportler. Und das geht sogar tief unter, wenn wir die Fitness unserer Schüler erhöhen. Also der Fitnesswert, der jetzt auch im Keller ist, dann ist wirklich ganz starke, signifikante Zusammenhang, dass sie auch stärkere exekutive Funktionen und damit bessere Kontrollfunktionen haben. Und was wir bis jetzt alles nicht gesagt haben, dann geht es wirklich sehr wuchtig in das umfassende Lernen des Menschen. Was ich am Anfang gesagt habe, wir haben jetzt auch im Kopf leider so ein bisschen Monobegriff von Lernen, weil was ich sagen will, wenn es um Exekutive und um Kontrolle der Bewegung, Kontrolle des Handelns geht, dann kommen die sozialen Fähigkeiten und so, dann kommt wirklich das, was wir so immer hören, dann kommt Kompetenz plötzlich rein. Wir haben in Österreich einen völlig verschwommenen, verwaschenen und oft über weite Strecken fast ganz falsch gebrauchten Kompetenzbegriff. Herr Direktor, abschließender Satz bitte. Wie sehen Sie den Sitz der Zukunft unserer Kinder entgegen, was die Fitness anbelangt? Ich bin positiv und ich denke, dass wir jetzt an einer Stelle hoffentlich angekommen sind, wo wir aus so vielen Informationen merken, es ist noch möglich, was zu tun, aber es muss jetzt getan werden. Und ich denke, dass jetzt auch viele zusammenarbeiten, dass wir jetzt ein Stufenkonzept entwickeln, hoffentlich, wo wir sagen, schon nächstes Jahr mit den vielen Initiativen, die wir stärken, jetzt sage ich was Positives, wir haben also viele Initiativen, also
Meine Beratung ins Ministerium wird gehen, sammeln Sie mal die vielen Initiativen nächstes Jahr gestärkt, damit wir mehr Bewegung und mehr Sport bringen können unter den jetzigen Rahmenbedingungen und unter dem mehr nächstes Jahr schon Sport sofort nachjustieren und schulrechtliche, schulgesetzliche, schulorganisatorische und schulinfrastrukturelle und Ausbildungsrahmenbedingungen nachjustieren, dass wir in wenigen Jahren die tägliche Sportstunde mit Experten in der Schule umsetzen können. Frau Magister Benieber, mit welchem Gefühl verlassen Sie jetzt diese emotionale Podiumsdiskussion? Mit einem guten, weil was wir brauchen, ist ein gesamtgesellschaftliches Commitment, dass Bewegung einfach in ist, dass wir Bewegung brauchen, Bewegung für unsere Entwicklung, nämlich von Geburt bis zu unserem Tod. Und wir reden immer von den Kindern, die Kinder sind die Seismographen unserer Gesellschaft, die zeigen genau das auf, was wir zu wenig machen, weil wir haben genauso diesen Lebensalltag mit vielen Stunden vor Medien. Wir haben genauso den Alltag, wo wir wenig Bewegung machen. Wir brauchen Alltagsbewegung. Und diese Bewegung ist das Wichtige, damit ich eben so kognitive Funktionen machen kann und haben kann. Und Bewegung, Kinder brauchen uns, die brauchen Zuwendung, die brauchen soziale Integration und Einbeziehung. Bewegung sollte inkludiert werden in unserem Alltag, nämlich in allen Facetten, nämlich auch in der Familie. Bewegung als Bestandteil unseres Lebens wahrzunehmen, und was wir brauchen ist Schule, die bewegt, und wir brauchen auch Rahmenbedingungen, die Bewegung zulassen. Und wir brauchen Menschen wie die, die herinnen sitzen, die diese Idee mit raustragen, gemeinsam das umzusetzen. Und immer wieder einen Anstoß, weil die Diskussion gibt schon sehr, sehr lange. Ich habe mir jetzt unlängst vor 2 Wochen Panorama angeschaut, wo aus dem Jahr 1969 ein Film gezeigt wurde, der genau das zeigt, was jetzt Thema ist. Und es war früher genauso Thema. Wir sind genauso übergewichtig gewesen, wir waren genauso faul und haben uns zu wenig bewegt. Also die Diskussion wird am Leben erhalten bleiben, und ich hoffe, es wird nicht nur gesprochen, sondern auch tatsächlich etwas umgesetzt. Magister Buchleitner, wie lautet Ihr Fazit? Also ich glaube, ich freue mich, dass es solche Symposien gibt wie hier. Für mich ist das klare Credo, wir haben jetzt sehr viel gehört über den positiven Einfluss von Bewegung, vor allem auch für die Gehirnleistung, für die Konzentrationsfähigkeit, Aufmerksamkeit. Ich glaube, dass wir natürlich trotzdem, ich sage jetzt unter diesen ganzen Aspekten, Diabetes bei jungen Menschen, extreme Übergewichtige, sage ich natürlich diesen klassischen wirklich Bewegungsaspekt, wie man früher hatte, raus in die Natur laufen, bewegen, fangen, spielen, verstecken, alles, was es heutzutage nicht mehr gibt, dass wir das wieder erreichen müssen. Das geht über die klassischen Bewegungsformen wie Laufen, Radfahren, Spazieren gehen etc. Das heißt, das muss eine wichtige Rolle spielen. Das werden wir nur wirklich sehr, sehr bedingt in die Schulen bringen. Da ist sehr viel Aufgabe, das in die Familien, in die Vereine und so weiter zu bringen. Das heißt, hier die ganzen Strukturen aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Ich glaube, das Wichtigste ist die Motivation. Ich hoffe, es ist uns gelungen, Sie hier zu motivieren, Motivation eben den Kindern Erfolgserlebnisse zu vermitteln, im Sport bei jedem möglich, egal, auch wenn der ein paar Kilo mehr hat, auch wenn er vielleicht koordinativ etwas schwächer ist. Das ist, glaube ich, die wirkliche Aufgabe, Erfolgserlebnisse und Spaß zu vermitteln, und dann, glaube ich, geht es in vielen Bereichen auch sehr, sehr leicht. Herr Professor Spitzer, was werden Sie mit auf dem Flug nach Hause nach Deutschland aus Österreich mitnehmen in diesem Vormittag? Ja, ich bin wirklich ganz angetan von der Veranstaltung. Ich glaube, das ist hier ist wirklich was Wichtiges zur Sprache gekommen. Und wenn ich ja als der Nachbar vom Nordwesten was dazu beitragen können, dann ist es vielleicht, dass wir im Gegensatz zu den 60er Jahren heute noch besser Bescheid wissen. Und es ist ja nicht nur eine Meinung von irgendwelchen Hinterwäldlern, dass Waldlauf gut ist, sondern die Wissenschaft kann das heute alles zeigen.
Und Sie wissen das jetzt alles. Und Ihre Aufgabe muss es jetzt sein, dass Sie rausgehen und dass denen, die es noch nicht wissen, dass die das auch wissen. Dass man denen eben klar macht, hört mal her, wenn ich sage, es ist wichtig, dass man spazieren geht, dass man sich draußen in der frischen Luft bewegt, da bin ich kein Hinterwäldler und oder gar technik- und fortschrittfeindlich. Nein, die neuesten wissenschaftlichen Studien zeigen, wie wichtig das ist. Und dass diejenigen, die sagen, wir brauchen jetzt unbedingt mehr Google in der Schule, dass das die wissenschaftlichen Hinterwäldler sind. Bitte sagen Sie das weiter. Ja. Bewegung macht glücklich, Bewegung verändert Perspektiven, gesunde Perspektiven für unsere Kinder. Was steht da draußen? Wir schaffen das. In diesem Sinne, Dankeschön meinem Podiumsdiskutanten, meiner Diskutantin, Ihnen natürlich für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Miteinbringen und Mitmachen. Ein erster Schritt ist getan. Wir gehen weiter mit gutem Beispiel voran. Kinder in Bewegung. Auf Wiedersehen.